Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Jurassic World Evolution Update Video. Und in diesem Video möchten wir auf die neue Spinosauridkehr, heißt es, eingehen. Das heißt so viel wie das Wohlbefinden von den Spinosauriden wurde ein bisschen angepasst und verändert. Da gibt es, glaube ich, einen neuen Wert, den man im Gehege sozusagen einhalten muss, aber darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Mit Spinosauriden ist natürlich sowas wie der Spinosaurus gemeint, der Suchomimus, der Baryonyx und ich glaube der Spinoraptor noch. Falls es da noch einen Kandidaten gibt, den ich jetzt vergessen habe, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Aber ich glaube, das waren alle vier Kandidaten, die hier sozusagen halb Wasser, halb Landdinos sein sollen in Jurassic World Evolution. Und ich glaube, hier in unserem Aquapark, das ist auf jeden Fall der beste Park, der dafür geeignet ist, um das Ganze mal zu demonstrieren und die Gehege auf die Bedürfnisse anzupassen. Ich weiß gar nicht, schon lange her, dass ich hier war. Ich glaube aber, hier vorne hatten wir auf jeden Fall den ein oder anderen Spinosaurid. Jo, schaut mal, da vorne sind schon mal welche. Was haben wir denn hier? Hier ist sogar ein Spinosaurus, sogar zwei. Einer schläft gerade, der andere schaute gerade grimmig auf den Zaun. Nicht, dass der gleich hier ausbüchsen will, weil er nicht mehr glücklich ist. Und ich glaube, im Nachbargehege hatten wir auch Spinosauriden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier ist nämlich der Suchomimus heimisch. Der schleicht hier auch schon rum. Und wir müssen jetzt gleich erstmal gucken, ob es denen denn noch gut geht. Und dann können wir uns auch mal gleich die neuen Stats angucken, die eingefügt werden oder wurden. Wir klicken mal hier drauf. Und ihr seht jetzt schon da unter dem Namen, er heißt hier Shadow, da seht ihr das Fleischsymbol und ein Fischsymbol. Das heißt, er frisst Fleisch und er frisst Fisch. Ich denke mal, das können wir... Hier hinten haben wir das gebaut. Hier wahrscheinlich jetzt auch schon sehen, wenn wir hier was ausbrüten. Da wird jetzt hoffentlich... Ja, jetzt sieht man hier nämlich auch dieses kleine Fischsymbol bei den Dinosauriern, die nämlich auch Fisch fressen. Weil es gibt auch einen neuen Fischfutterspender, auf den bin ich auch schon sehr gespannt. Und ich glaube, ich habe hier wirklich die vier richtigen Kandidaten gesagt. Okay, bei dem Speicherstand habe ich leider noch nicht alles freigeschaltet, aber ich glaube, die neuen Dinos sind davon nicht betroffen. Wir schauen jetzt mal erstmal, wie es denn hier den Spinos so gibt. Ja, den geht's ja super. Aber ich habe es wahrscheinlich im Sandbox-Modus ausgestellt, die Bedürfnisse. Normalerweise hat man nämlich jetzt hier den neuen Punkt Sumpf. Normalerweise hatte man ja nur Grasland und Wald. Sumpf ist dazugekommen, das heißt, man muss eine bestimmte Menge an Wasser auch für den Dinosaurier hier zu bieten haben. Finde ich cool. Ist auf jeden Fall eine coole neue Änderung. Und es gibt natürlich auch den neuen Wasserfutterspender, also Fischfutterspender. Den werden wir, würde ich sagen, jetzt gleich mal hier einbauen. Wo finden wir den dann? Wahrscheinlich hier und hier. Oh ja, okay. Jetzt sind hier 8. Ansonsten ist hier nichts dazu gekommen. Das hier ist der neue... Oha, okay. Man braucht sehr viel Platz für den Futterspender, so wie es aussieht. Aber wir können ihn hier oben platzieren. Und dann bin ich mal gespannt, ob gleich die Dinosaurier hier ankommen und davon fressen. Ich pack die mal hier in beide Gehege rein. Bin sehr gespannt auf die Animation, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir das noch gar nicht so vorstellen. So, wir schauen uns das ganze Ding mal hier so ein bisschen in näher an. So. Und dann fliegen wir da mal rein. Da sieht man auch schon, dass da drin so ein paar Fische schwimmen. Was für eine Fischart das ist, keine Ahnung. Kann man sehr, sehr schwer erkennen. Aber die sind da fröhlich und glücklich am Schwimmen. Und ich hoffe jetzt einfach gleich mal, dass hier ein Spinosaurus oder sowas gleich mal vorbeikommt und davon frisst. Ich weiß gar nicht, ob es schlimm ist, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Fleischfutterspender hier drin hätte oder keinen Fischfutterspender, ob die dann unglücklich werden, weil die Ernährung nicht ausgewogen genug ist. Das weiß ich leider noch nicht. Das werden wir vermutlich im Laufe des Spiels noch so ein bisschen herausfinden. Aber ich würde sagen, ich warte jetzt mal eben, bis die hier fressen kommen und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Oh, ich glaube, jetzt geht hier der Spinosaurus futtern. Oh ja, das sieht gut aus. Er rennt jetzt hier hin. Und die Fische sind schon außer sich. Die sind hier ganz schön am rumplatschen. Ich bin jetzt auf die Animation echt gespannt. Oh, er schaut jetzt hier in den Spender und schnappt zu und packt sich einen Fisch und frisst ihn. Ja, eine sehr, sehr coole kleine Animation. Oh, die geht noch weiter. Geht er wirklich mit der Schnauze rein und beobachtet die Fische, verfolgt die mit den Augen und schnappt dann zu. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ach, das ist eine coole kleine Änderung. Ist jetzt nichts, was mega game-breaking ist, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein erster Schritt in Richtung Wasserdinosaurier. Und jetzt sind die Fische auch wieder ruhig. Die wissen jetzt, er ist satt. Er hat zwei von unseren Kompagnons gefressen. Und die haben sich direkt wieder vermehrt. Jetzt sind es wieder 5. Aber sehr, sehr coole neue Animation. Ich fand es cool, wie er da so reingeschaut hat.
und die Fische mit den Augen so richtig verfolgt hat, glaube ich. Vielleicht können wir das Ganze ja gleich nochmal in Zeitlupe so ein bisschen beobachten. Ich weiß jetzt nicht, ob der blaue Spino jetzt hier auch nochmal angerannt kommt. Nee, sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal eben zu den Suros rüber. Vielleicht sind die ja gerade dabei. Nee, leider auch nicht. Die haben gerade eine Ziege erlegt, so wie es aussieht. Aber der eine Suro rennt jetzt los. Vielleicht haben wir Glück. Könnte jetzt hier passieren. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben Glück. Sehr, sehr schön. Er rennt hier straight drauf zu. Die Fische sind völlig aus dem Häuschen. Wir machen jetzt mal Zeitlupe. Ich will das Ganze mal mir ein bisschen genauer anschauen. Es regnet jetzt gerade auch noch. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Und achtet mal auf die Augen, wie er die Fische gleich beobachtet. Fand ich vorhin sehr, sehr cool. Wenn er gleich die Schnute in das Wasser hält, die Fische beobachtet und dann losschnappt. Er guckt und guckt. Und jetzt mit einem Haps da rein. Und hat erfolgreich einen Fisch gefangen. Und den wird er sich jetzt schmecken lassen, der Suchomimus. Einmal um 90 Grad gedreht. Nochmal raufgebissen und herunter damit. Guten Appetit. Und jetzt sieht man es, glaube ich, gleich nochmal besser. Wenn er gleich die Schnauze so richtig reinmacht und dann die Fische beobachtet. Jetzt schaut mal auf sein Auge. Er bewegt auch so ein bisschen seinen Kopf. Bewegt das Auge, beobachtet die Fische. Da man sieht, dass die Pupille bewegt sich auch minimal. Also da haben die wirklich sich sehr viel Mühe gegeben bei der Animation. Und jetzt hat er einen gefunden. Schnappt zu. Und erlegt noch einen weiteren Fisch. Ist das nicht toll? Also ich finde, das ist eine coole neue Änderung, dass ein bisschen auf die eingegangen wird. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal mit einem Spinoraptor an. Weil ich könnte mir vorstellen, der ist ja etwas kleiner, dass der eine andere Animation hat. Und da kommt der Spinoraptor schon angelaufen. Und jetzt werden wir gleich die Spinoraptor-Animation hier sehen. Ich bin sehr gespannt. Oh, er hopst erstmal sehr geschickt auf den Rand. Hat jetzt hier schon einmal daneben geschnappt. Also ist nicht so der geduldigste und talentierteste. Und er schnappt sich viel kleinere Fische. Ach, wie süß. Okay. Ich habe mich schon gefragt, wie er es schaffen würde, so einen großen Fisch herunterzuschlingen. Bei dem dann erst durchbeißt oder so. Aber er hält hier Ausschau nach kleineren Fischen. Und schnappt immer einmal daneben und dann trifft er doch. Sehr, sehr cool, wie er da so auf den Rand hopst. Gefällt mir gut. Und jetzt ist er glücklich und zufrieden und satt und verschwindet wieder. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz in Zeitlupe an. So, jetzt nimmt er Anlauf und springt sehr geschickt da oben drauf. Und schnappt jetzt hier daneben. Und jetzt gleich wird er sich einen Fisch schnappen hier. Wahrscheinlich aus dem Nichts, weil ich sehe hier leider keine kleinen Fische rumschwimmen, nur große. Aber er scheint auch sehr lange zu beobachten. Jetzt schnappt er ins Wasser und hat einen kleinen Fisch hier erbeutet. Den schüttelt er jetzt hier ein wenig. Und dann dreht er ihn im Maul. Er dreht ihn sogar gar nicht direkt um 90 Grad, sondern mit Zweikopfbewegungen. Und jetzt schluckt er ihn im Ganzen runter. Also sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr gut die Animation. Und ich finde, es ist echt toll, dass auf die Spinosauriden so eingegangen wurde, dass sie einen neuen Futterspender bekommen haben. Ist sehr, sehr cool. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen und gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und morgen geht's weiter mit Jurassic World Evolution Update Videos. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.